im August. Und wir bereiten uns vor auf den Start zu unserer 3-Tagestour. Regenzer Wald. Ohne Fahrt. Beim Regen, wenn du schaust, da liegt halt ein riesen Haufen Equipment rum. Das ist ein bisschen frischer jetzt. Ja, Wahnsinn. Beim Start in Roßhaupten war es kurz trocken, aber schon am Ortsrand hat uns voll der Regen erwischt. Wir sind jetzt über Senkele, bzw. über Zwieselberg, Zell unterwegs Richtung Fronten und jetzt erscheint es ein bisschen freundlicher zu werden. Hallo Thomas! Ja. Und wie schaut's aus? Reinhard? Bernie, geht's dir gut? Ja. Hallo! Nach kurzer Regenpause sifft es im Filstal wieder voll daher. Der Regen macht im Moment Pause. Wir haben sogar ein bisschen einen Blick ins Tannheimer Tal Richtung Oberjoch und sind jetzt auf dem steilen Aufstieg Richtung Rehbach. Schauen wir mal, ob da einer sich zum Fahren traut. Ja, schau her, der Reinhard. Auf geht's! Treten, 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 Reinhard! Sind weit über 20% danach. Ja, sauber, Respekt, sage ich! Sauber, Bernie. Singt der Weihnachtslied. Der Jahreszeit entsprechend, oder? Frühling oder Osterhemmer. Was ihr besser könnt. Hallo! Hallo! Wir sind schon am Weihnachtslied singen. Oh, schön! Komm rum. Was war da alles los? Wir sind jetzt auf dem Weg vom Pass Scheidwang in Richtung Hittisau. Die Wolken hängen tief, aber es regnet nicht schon mal nicht mehr und ich glaube, dass wir morgen ordentliches Wetter haben werden. Aber es macht jetzt schon Spaß, es ist ein gigantisch toller Weg darunter. Nach einer langen Abfahrt vom Pass Scheidwang haben wir jetzt unser heutiges Tagesziel Hittisau im Bregenzer Wald erreicht. Und wir gehen jetzt gleich wunderbar duschen im Gasthof Hirsch. Und wie geht's euch? Gut. Fangen wir das Regen an, haben wir gut überstanden, oder? Ja. Es ist jetzt 8:45 Uhr und wir machen uns bereit zum Start
des zweiten Tages auf unserer Tour durch den Bregenzer Wald. Das Wetter ist der totale Gegensatz zu gestern. Nachdem es halt die ganze Nacht geregnet hat, noch bis mitten in der Nacht heftig, klart es jetzt auf, die letzten Wolkenreste verziehen sich. Ja, auch schon unterwegs. Und geht's gut? Morgen! Hallo! Hallo! Guten Morgen! Morgen! Geht's euch gut? Ja, sehr gut! Super Wetter! Unter uns unser Startpunkt von heute, Hittisau. Und hoch drüber Sulzberg im Vorarlberg. Von Schette-Eck fahren wir jetzt auf einem wunderschönen Almweg Richtung Hengstwald und Schönenbach. Die Linie ist am besten. Da springt der Bock, gell? Ja, das ist super. Sind wir im Schneckenloch. Jetzt ergreifst du, komm. Hansi, du sitzt daneben, du musst die Portionen einteilen jetzt. Ich kenne gar nicht aus. Ja, das passt schon so. Das machen wir wie im Club, machen wir das. Immer einer ist der, der mal ausgeschaut, der mal bedienen muss. Lenore. Ich bin in 2 Stunden in die Wiese. Ja. Ich bin halt nicht mehr. Ich bin mal ein Bauer, wenn es danach fühlt. Danke. Bernie, die sind deftig und bloß gut, denke ich. Ja, ich hoffe es. Sehen gut aus. Zunächst über den Radweg, dann über schön fein geschotterte Wege auf dem Damm der Bregenzer Ache und schließlich über einen pfiffigen Trail erreichen wir die Bundesstraße beim ersten Tunnel, der in den engen Talbereich der Bregenzer Ache Richtung Hochtambald leitet.
Schmeckt gut, das Zeug. Ja. Dicke Haare hier. Also meine hätte ich schon ganz runtergekehrt und von Alvin. Vor den Gang nein, dann von super. Super, Bernie. Klasse. Wir haben nun fast unser heutiges Tagesziel erreicht. Nessel Eck in der Gemeinde Schröcken. Und in der letzten Kehre ein paar Meter vom Hotel ein Bachgigante. Die Aussicht unglaublich. Nachdem wir im Hotel Witterstein hervorragend übernachtet haben und am besten Bregenzer Wälder Spezialitäten gegessen haben, jetzt natürlich gut gefrühstückt, gehen wir den dritten Tag unserer Tour an und fahren jetzt auch kurz auf der Straße zur Höhe des Hochtambergpasses, um dann über die Salzstraße nach Wart, über die Passstraße nach Steg im Lechtal und weiter durchs Lechtal wieder Richtung Rasshaupten am Falkensee zu kommen. Wir haben nun die Hochkrumbach, also fast die Passhöhe, den höchsten Punkt erreicht in unserer heutigen Tour mit rund 1700 Metern. Die alte Salzstraße, ein Top-Trail für Biker. Ein Top-Highlight, die Trails zwischen Hochtamberg und Wart. Na, erst ab Weißenbach ist richtig losgegangen im Regen, gell? Bis Weißenbach war es noch angenehm zum Fahren. Ja. Auf jeden Fall haben wir es jetzt noch nicht überstanden, die Regentour. Ja. Und gestern einen schönen Tag, dann fahren wir jetzt immer vor dem Regen davon gefahren. Das ist auch ganz passabel, gell? Und das geht uns wieder gut, oder? Genau. Und zum Wohl. Auf die Uhr. Danke.